Ja, willkommen zurück. Wir machen jetzt, warte, andere Reihenfolge. It Takes Two, Captain of the Gunship's Corner, genau. Der Failure, hi. Bombenlauf, auf geht's. Genau, voll ohne Kontext einfach. Aber ja, willkommen zurück. Pferderennen hatten wir schon. Wir hatten ja unentschieden. Ich wollte gerade sagen, das Pferderennen hat uns keine Punkte gegeben. Achso, wollen wir noch mal, dann machen wir das. Ja, genau. Gucken wir erstmal, was der Bombenlauf genau ist. Andersrum, so, ich bin hier, du bist da. Folge den Zeitblasen und erreiche das Ziel. Wie auch immer sich das Was gestaltet. Hat das jetzt mit Bomben zu tun? Ich weiß nicht, weil ich fall nur bei Bomben runter, wenn wir nicht in der Zeitblase sind. Erwischen sie uns. Okay, es geht also. Okay. Ich heiße nicht Explodey. Nein! Was machst du? Nein, nicht. Oh. Danke. Nein, ich hänge hier. Hast du dich gerade bei mir bedankt? Oder? Ja, ich hab dich. Du hast quasi das Ding für mich ausgelöst. Was? Nein, ich bin nach hinten weg. Das ist so eine Schweinerei. Jawoll. Na, du musst auch gucken, wo die Dingens hinzeigen, die Pfeile. Die zeigen dir nämlich da, wo es als nächstes hingeht. Ja, ich meine, ich bin aber aus Versehen beim Seil nach hinten weggesprungen. Stay on track, Cody. Wo bin ich? Das ist wohl eher Explodey Ratio. Was zur Hölle, was? Ein Sieg mit Bums. Nice. Okay. Nochmal, oder? Nee, ich gönn dir den Sieg, das war mir zu hektisch. Okay, danke. Hat er den Gönndalf gemacht. Den Gönndalf. Dauern wir jetzt nochmal wieder das Pferderennen. Und dann bis einer gewinnt. So lange, bis einer gewinnt. Das werden wir jetzt wahrscheinlich beide entweder perfekt hinkriegen oder... Fucking Cody! Nein, sie hat gesagt, I send you packing, Cody. I see what you're packing, Cody. Go on, boy. Dieses Pferd hat sich auch duckt. Ja. Come on, guys. That's it. Alle, hopp. Ja. Jetzt wissen wir, wie es geht, und ich glaube nicht, dass einer von uns beiden das so dermaßen verkacken würde. Das Ding ist, das Spiel geht darum, dass wir wieder zusammenkommen. Wir agieren perfekt parallel zueinander. Ja. Und es ist, wir kriegen keine Punkte dafür. Ja, richtig. Na gut, akzeptiere, dass wir den Gleichstand haben. Und machen wir jetzt weiter mit der Story. Collabo Explosion! Okay, hier ist irgendwas Y. Dann dreiecke ich da mal. Jetzt müssen wir die Zeit. Okay, wir müssen wir müssen die Uhr da erwischen. Es ist okay, ich hab den kleinen, ja. Ich muss auf den. Ja, ich versuche hier gerade. So. Jawoll, Bong. Warum auch immer mein Zeiger dann doch nochmal durchgedreht ist. Ich hab keine Ahnung. Nein, nicht im Finsterwald. Da war's dreckig und auch so binzerkalt. Binzerkalt? Cody, stop whining. Let's find another way. I wasn't whining. Auf geht. Ja, das halt so geguckt, so. Aber die Sträucher. Dachte, vielleicht kommen wir durch die Schienen. Kommen wir mit den Schienen irgendwo hin. Nee. Glaube ich nicht. Okay, dann hier einmal nach oben, um dann in die. Um jetzt in die große Bibliothek von Dark Souls zu kommen. Ja. Moment, ist das jetzt exactly. der Clock Tower oder sind wir im Clock Tower und das da hinten sind die eigentlichen Clocks-Bündel? Ja. You see? Here's a thought. Why don't you just let us in the tall Clock Tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion. There's only now. Yeah. Can't you feel it? There's nothing else than now. Everything happens now, now, now. Now, 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 now. Can you feel it? Oh, yeah. I can feel it. You are very annoying. Right now. Now. Hey, Book! What's that strange fear over there? Yeah! That, my friends, you have to figure out yourselves. Woo! We are not his friends. Hey, Cody. Woo! I've got an idea. Maybe we can use those birds. Okay. 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 Cuckoo! Crazy May.
Bling, bling, bling. Wow! Aber, okay, jeder muss zu einem kommen. Ich mein, ja. Du links, ich rechts? Ja. Sonst bin ich falsch geflogen. Flitzen! Oh, the beat of the cheats, was? Nee, wir müssen... Ja, okay, ja, ich hab's grad nicht gekriegt. Ich komm zu dir. Okay. Ich kann mich auch zurücknehmen und mehr Arbeit machen. Für dich. Ich weiß doch, wie du das magst. So. Ich bin gegen deinen Turm geglockt. Glockenturm gedutscht. Fucking Songbird hier. Fucking Birds. Chicken Run, Chicken Run, Chicken Run. Chocobo. Achso. Ich kann die Chocobo-Musik nicht aus dem Kopf. Ich hab keine Ahnung. Oh nein, ich hab meinen Vogel draußen stehen lassen. Wie kannst du nur? Naja. Kannst deinen Vogel doch nicht einfach weglassen. Ah, mein Vogel ist weg. Oh nein. Ganz simpel. Dreieck, Kreis drücken. Ah, okay. Die Uhr, ja. Oh, achso, wir müssen uns dran halten. Ich hab grad auf dein Bildschirm geguckt. Das hat nicht funktioniert. Weird. Nein. Mann, die Knöpfe kotzen mich so an. Warum? Na, ah. Was können die Knöpfe dafür? Naja, irgendwie. Es sind zu viele, ja, ich weiß. Es sind einfach zu viele Knöpfe. Lass uns das hast du schon ein paar Mal mittlerweile gesagt. Lass uns zurückgehen zum NES. Da waren die Knöpfanzahlen noch in Ordnung. Du hast davon geredet, dass du einen Controller mit nur einem Knopf haben willst, der alles macht. Ja. Ich finde, es ist sehr sensibel. Das ist nur fair. Ja. Oh, oh. Ja. Okay, jetzt läuft die Zeit ein bisschen anders. Schau mal hier. Und du musst wahrscheinlich die Zeit rückwärts drehen lassen oder so? Ich kann nicht die Zeit rückwärts drehen lassen. Ich bin der Klonmann. Ist der Rock'n'Roll überklon? Wir müssen nur gucken, jetzt ist grün drin. Ja genau, jetzt wäre blau. Ah, du änderst den, weil nach blau kommt grün. Okay. Ah ja, ich sag hier, ich mach den. Hier sieht das Symbol drauf. Das Dreieck ist für grün. Genau, ist für das Zweite. Und dann habe ich noch ein blaues Viereck. Genau, das wird dann wahrscheinlich das Dreieck da hinten sein. Aber das ist. Ich hab. Nee. Weil ja, geh auf das Blaue, bitte. Aber. Du änderst halt hier die einzelnen darüber. Also jetzt musst du mir wieder das andere geben. Genau, Moment, jetzt muss ich erstmal warten. Ah nee, ich muss nicht warten. Ich muss jetzt rüber, genau. Als nächstes kommt dann der rote und jetzt zu dem anderen, genau. Okay. Weil dann ist blau und dann mache ich das hier. Und dann kann ich die Uhr so lang laufen lassen, wie wir sie brauchen. Das heißt, du hast erst blau. Okay, spring zu rot rüber. Aber. Ja, spring rüber, ich mach. Okay. Moment. Und spring, genau. Fantastisch. Yes. Spaziergang. Warum auch mal habe ich erst gedacht, sie sagt Spielzeuggang. Wie Cody ausrastet. Der Schlackermann. Tonmann. Oh, wir lassen die Glühwürmchen. Die sehen aber gefährlich aus. Du wirst deinen Augen nicht glauben. Hat man lange nicht mehr. Ja. I would not believe your eyes. Das war aber auch nicht so scheiße. Schon gut 2 Folge, da kommt das her. Ja. Nee, das kommt daher, weil wir Firefly geguckt hatten. Und ich das die ganze Zeit immer im Kopf hatte und jedes Mal gesagt hatte. Oh, okay. Wegen halt Fireflies. Would not believe your eyes if 10 million Fireflies. Minen! Minen! Bin ich gerade in dein Bild einfach an dir vorbeigesaust? Ja. Cool. Bock. Ja, ich hätte jetzt auch Bock. Schokolade. Ich hab noch Dominosteine im Kühlschrank. Dominosteine.
Domino-Steine. Ich hab nur Pommes. Stimmt. Das war keine Schokolade. Nee. Creepy cavern. Let's get out of here. Das ist alles immer noch eure Wohnung. Weißt du nicht, wo das hier sein soll in eurer Wohnung? Ja, ja eben. Wo sind wir nochmal? Wir waren in ihrem Spielzeugzimmer. Ah ja, das Spielzeugzimmer. In ihrem Kinderzimmer. Ach ja, das Buch hat uns ja irgendwohin wegteleportiert. Ja, in die Matrix. Ja. Also wahrscheinlich sind wir jetzt einfach im Nichts. Ich meine, wir können hier auch die Zeit manipulieren, sowieso ungefähr. Okay, du musst wahrscheinlich darüber rennen. Und dann werde ich auf der Seite hier potenziell irgendwas machen müssen. Ich mich so erschrecken, wie die totgestürzt. Oh, ich freue mich schon, wenn wir ein ganz bestimmtes unserer Projekte machen. Okay, ich werde mal die Zeit genau. Oder so, ja. Das ist, glaube ich, besser. Und rüber. Jawoll. Okay, sag mir die Reihenfolge. Was ist das mit der geringsten, also mit der frühesten Zahl und dann zur spätesten Zahl hin? Du musst mir da drüber sagen, was da drüber abgebildet ist. Okay, ist es eine Motte oder eine Biene oder irgendwie sowas? Ist das auch die Zeit, die als erstes ist? Ja, es ist quasi 1 nach 1 Uhr. Und dann kommt ein Vögelchen. Sind die schon sortiert? Und dann kommt hier ein Kätzchen. Ich dachte, die sind noch nicht sortiert. Kommt ein Huni. Dann kommt der Mond. Und dann bleibt auch die Sonne übrig. Und bam. Du hast nicht darauf geachtet, was für eine Zeit dort überall ist. Aber so? Oh, stimmt tatsächlich. Ich dachte einfach, okay. Ja, aber die waren, guck mal, die ersten drei sind in Reihenfolge. Und die letzten beiden auch, aber dann ist halt zwischendrin der scheiß Hund. Der kommt zum Schluss. Okay, nochmal, pass auf. Wir haben die Biene. Aber warum sage ich dir denn nicht? Ja, ich bin einfach von dem ersten ausgegangen. Das habe ich von dir gehört. Und nimm das erste. Okay, Vogel haben wir. Ja. Hast du irgendwo was um drei ist? Nein, die Katze kommt als nächstes. Okay. Ja, so, dann kommt der Mond. Okay. Dann kommt der Hund. Und dann kommt die Sonne. Okay. Ach, manchmal, ne? Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob du mir wirklich nicht zuhörst oder. Ach, ich hab dich schon. Ob das, was ich, oder ob das, was ich sage, nicht. Ich hab bei alles reagiert, nicht gut genug ist. Ja, nee, das meine ich ja. Ich weiß halt nicht, ob ich manchmal das, was ich sage, einfach nicht detailliert genug ist. Nein, nein, ich hab schon verstanden, okay, was du meintest. Ich bin einfach davon ausgegangen, okay, beim kurzen Drüberblicken, dass alles in Reihe ist. Aber es war halt nicht so. Okay. Ich finde gut, dass wir das mal ausdiskutiert haben. Ich war absolut richtig. Du Arschloch. Das ist schon seit Jahren ein Problem. Ich sage immer Sachen überhaupt nicht detailliert und dann kommt sowas wie bei dem Roboter raus, wo wir 5 Minuten lang nur streiten. Okay. Ich weiß, ich bin manchmal nicht einfach. Es tut mir leid. Jetzt musst du hier, wir haben hier eine Lebenssensor-Balken-Geschichte. Interessant. Aber müssen wir die Bomben dahin jagen quasi, also die Fireflies. That light up the world as I fall asleep. Aber wo sind die Fireflies? Die sind über uns. Ah, wir müssen die als Bomben quasi abwerfen. Hier! Feuer in den Hut! Okay, mit Y, wie viel kann man gleichzeitig nehmen? Nur eine? Okay. Eine, glaube ich. Aber ich bin nicht sicher. Ich habe noch nicht versucht, mehrere zu nehmen. Nee, geht nur eine. Jo. Ali-U? Du nimmst den anderen, oder? Ja, ich bin hier bei dem, wo wir gerade gestartet sind. Jo, ich bin bei dem anderen gelandet. Sehr gut. Das war eine gute Bombe. Gute Bombe. Kleine Bombe. Bombe. Okay, wir haben jetzt eine Königin getötet. Wir bomben jetzt gerade irgendwelche Türme nieder. Was kommt als nächstes? Vögel immer. Jawohl. Und da sind sie. Haben sie es geschafft. Das ist das erste Teil von der verdammten Anleitung. Ja, stimmt. Oh. 1 von 4. Oh Gott. Das Spiel geht echt viel länger irgendwie als wir. Ich glaube, du hast einen Vogel. Nee, wir müssen
Was müssen wir machen? Ah, verstehe. Hier so Walljumpen. Ja, genau. Oh. Aber wahrscheinlich auf beiden Seiten. Warte, ich, genau. Ich gehe auf die andere Seite. Wir müssen ah ja, genau. Da müssen wir das aufmachen, genau. Genau. Okay, dann kann ich hier runter, weil meine Seite ist ja nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. So. Okay, dann helfe ich auf deiner Seite. Seite geht's runter, okay. Seite geht's runter. Ja, ja, schnell. Ich hab's gerade gesehen. Okay, alles okay, alles okay. Oh Gott. Entschuldigung, woher sollte ich das ahnen? Das war aber meine Schuld, ja. Hoppa. Hoppa. Dos, tres. Una, Simona, Nante, Maria. Dos, tres. Ich kann kein Spanisch, immer noch nicht. No. I don't like this. No. Einfach no. We'll never get out of here. Fine. Ladies first. Oh, such a gentleman. Yeah. Kommt jetzt ein Boss. You did it! May, is that wall moving? Yes! Run! There's nowhere to run! Kann ich die Tür nicht. Kann ich die nicht zurück. May, do something! What? Me? You do something! I can't slow it down. Ich kann aber. Ja, ich kann hier nichts verlangsamen, richtig. Wir können von der auch nicht abwalljumpen oder so. Tja, dann ist es wohl einfach zerquetscht werden, nicht? Mit der ganzen da kommt Sache nicht durch. Gelassen entgegen. Bisschen hart und. Ja. Game over! Okay, wir müssen tatsächlich irgendwas machen, aber was genau? Können wir. Man kann hier nichts machen. Kannst du mit deiner Klonfähigkeit irgendwie was? Du kannst hinter die Mauer kommen. Genau. Hey, hurry up! Oh. Danke, May. Ja. Gute Arbeit. Heute ist der Mayday. Mayday. Und jetzt drehen wir erstmal ein bisschen. Oh jo. Was soll schon schief gehen? Ja, keine Ahnung. Jetzt kommt die nächste Wand. Na, erstmal fahren wir nach oben anscheinend. Kommt erstmal eine Schwelle. Oh, you did it! This was first step to collaboration! 10 Stunden im Spiel. Okay, ich glaube, 10 Stunden haben wir noch nicht ganz erreicht. Ja, das. Habt ihr gut gemacht, Spielentwickler. Ich will ja jetzt gleich. Nee, nicht. Nee, es war nicht ich gleich. König sein mit den Silhouetten und so. Ich weiß nicht irgendwie. Ja. Plötzlich war das schöne Bild weg. Ja. Jetzt ist wieder Kacke aus. Nein. Nee, das Spiel macht optisch echt viel her. Und spielerisch auch durchaus. Also. Auch wenn sich einige Passagen manchmal ein bisschen sehr ziehen. Das ist ein Schlüssel. Hm. Hä? Ach so. Okay, wir müssen ihn also jetzt zu dem Schlüsselloch bringen. Das heißt, wir müssen ihn drehen. Das machen wir, indem wir dahin gehen. Und dann. Und dann geht der andere wahrscheinlich auf die Seite. Scheint so, ja. Dann haben wir hier Bioshock Infinite? Nee, ich glaube fast, wir brauchen uns Text 2. Mal sehen, wo ich jetzt hier lande. Du müsst eigentlich im Prinzip auf der anderen Seite... Du bist woanders, ja. ...von dir landen. Aber hier kann... Könnte was... Müsste was... Ja, aber ich habe hier verschiedene... Halt, wie gesagt, verschiedene... Auswahlmöglichkeiten. Ja. Wo ich irgendwas machen kann. Komm mal zu dich rüber. Sonst... Was mich halt sehr an Bioshock Infinite erinnert. Time to make goodbye. da drüben bist du. Genau. So, dann mach ich erstmal die Türchen rechts auf. Ja. Yeah. Kannst du erstmal gucken, ob du da drin was findest. Rechts. Bei mir. Ich sag rechts erstmal gerade ausrennen.
Wandsprünge und dann hoch. Elaborat hier. Hätte dich auch einfach zermatschen können. Hättest du tun können. Hättest du es mal gemacht. Dann muss ich dein Gelaber nicht mehr dran. Okay, was mache ich jetzt hier oben? Mal gucken. Hier schwingt was. Sterben. So. Kannst du irgendwas reparieren? Danke. Ja. Und jetzt... Rüber. Springen. Rüber springen. Ja. Und dann... einmal auf die Schräge. Ja. So das Breath of the Wild Ding. Und dann... Genau. Moment, habe ich da jetzt noch was? Ja, hier habe ich noch was. Keys! Keys! Captain Keys! Keys Nuts! Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs besorgen. Nee, okay, ich kann das hier... Oh nein, jetzt bin ich runtergesprungen. Ja, aber was muss ich damit machen? Okay, ich muss das reparieren. Aber... damit das oben ist. Aber was bringt uns das genau? Mach mal runter. Oh, jetzt stehe ich davor und mach nochmal runter. Ja. Ja. Bist du da drin? Okay. Ich hab das Ding. Das ist einer der Keys. Okay, und wenn ich dich jetzt nach oben wieder bringe, dann bringt das nichts. Bin ich erstmal eingesperrt. Jetzt bist du eingesperrt, okay. Aber das ist in Ordnung. Aber wie kommst du wieder raus, ist die Frage. Woman in Chains. Hättest du das andersrum machen sollen, dein Teleport? Aber wie wäre ich reingekommen? Vielleicht einfach nur da unten stehen, dann wärst du wahrscheinlich draufgegangen. Ah nee, du lässt jetzt hier dein Klon? Genau, ich lass jetzt hier meinen Klon. So, und gehst jetzt zum Klon. Und hab den Tada! Schlüssel. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Manchmal sind wir echt dämlich, ja, habe ich den Eindruck, aber, ich muss aber auch wir sind sagen, auch ein bisschen klug. Ja, ich muss aber auch sagen, warum nehme ich den Schlüssel mit, wenn ich mich zu meinem Klon zurückbewege? Der ist ja nicht Teil meines Körpers. Das ist eine gute Frage, ja, aber vielleicht funktioniert das einfach so. Und ja. Du hast hier unten irgendwie Schlüssellöcher gefunden oder so? Ja, aber ich glaube, wir brauchen dieses Teil hier auf der anderen Seite vielleicht? Das kann gut sein, warte, ja. Warte, hier kommt der irgendwie rein. So, jetzt können wir den hier drehen. Dann drehen wir den hier, genau. Und damit macht er das Ding runter. Dann macht er. Aber wir wollen das gar nicht, wir wollen das ja nicht da haben. Wir wollen das, es muss zurück. Das heißt zurück, können wir den nochmal zurück machen? Nee, der ist jetzt für immer da. Was okay, soll's? Cool. Das heißt, es ratscht jetzt schön auf dem Boden, wenn wir den dann richtig drehen. Genau. Das schürft dann schön auf dem Boden, macht schön das Holz kaputt. Ah, das wird großartig. Ich freue mich. Da haben wir für immer was für. Für ewig. Ah! Entschuldigung, das war jetzt laut wahrscheinlich. Ja. Ja, deine Ohren können das ja mittlerweile ab. Die sind ja abgehärtet. Sage ich jetzt einfach mal so. Behaupten wir das mal. Aber ich bin über die Jahre schon ein bisschen leiser, ruhiger geworden, was das Rumschreien angeht. Also, ist, ne? Ein bisschen gemäßiger. Ja. Gemäßigter und. Ich werd alt. So eine Scheiße. Okay. Hier einmal TikTok-Clock. Okay. Ja. Muss ich auch darauf? Weiß ich nicht. Dicke Ding. Genau, jetzt machst du da einen Klon. Dann hole ich den nächsten Schlüpflöffel rüber. Schlüpflöffel. Und dann geht's da rüber. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ich kann das auch nicht beschleunigen. Und dann wieder zurück. Yeah. Und jetzt wieder hin. Da kannst du raufspringen, oder? Ich will's hoffen. Ich will's hoffen. So. Dann drehen wir dich einmal hoch. Oder ist besser, wenn ich... Naja, dreh mich hoch, dann... Ne? Jo. Das alte Leid. Das alte Leid. Ich dreh dich hoch, du machst mich runter. Man kennt es. So. Okay, dann kannst du darüber springen und dann. Wow. Das solltest du auch so schon darüber schaffen, glaube ich. Wenn ich hier hin will, ja. Ja. Ist die Frage, wollen wir schon hier hin? Oh, das sieht interessant aus. So, ich schätze mal. Einmal einsteigen und. Tutu! Genau, weiterlaufen. Ich wurde rausgeschmissen. Du hast dich einfach nicht bewegt. Ja, ich dachte, das ist hier so eine automatische Sonic-Looping-Geschichte. Ah, Sonic 06, der beste Teil. Renn, May, renn! Um,
Und jetzt rüber zur Sonnenuhr. Und da ist dann der nächste. Je, ich weiß nur nicht, wie du jetzt wieder nach Hause kommst, aber... Dein Problem. Mit der Railroad. Die Railroad fährt von West nach Ost, naja, andersrum. Ist doch egal. Und da sind wir wieder jetzt. Dann wieder runter, genau. Da sind wir wieder. Und einmal nochmal den Corkscrew und... Ja, doppelte Pile Driver. Oh yeah, den habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen, weil Pile Driver verboten sind. Yeah. Yeah. Okay, so jetzt drehen wir den bis zum so schön über dem Boden. Oh, Post-Elektrik yeah. Funk noch einfügen. Ja, richtig. Und so richtig hoch und. Und dann nochmal auf deine Seite. Exakt. Hängt wieder fest an der Kante. Exakt. Exakt. Yeah, und jetzt rein mit ihm. Und jetzt macht er ja sein Ding. Der hat voll die smoothe Animation einfach dafür, ja. Dass es so ein eingerosteter Ritter ist. Und auf die Tür. Ah. Oh. Stierisch. Wild. Wow. Huh. What is it good for? What the fuck? What is that? I don't know. Oh, it's alive! Das sind jetzt hier die Prüfung des Herkules. Das ist der wilde Stier von Bosporus oder so, keine Ahnung. Moment, da kann ich irgendwas. Genau, stell den Klon darauf. Oder du stellst dich darauf, machst deinen Klon woanders hin und dann, ja. Dass du schnell da wegkommst. Ich mach mal einen Klon nach da oben in die Luft, das finde ich cool. Jetzt bin ich gestorben. Also, hab den Klon sich jetzt resettet, wenn ich nicht gestorben bin? Okay, dann muss ich den Klon jetzt hier hin. Au! Hey, du! Au! Blödes Vieh, ich bin hier! Ey! Meine Brüste sind da unten. Keine Ahnung. Nein! Hast du deinen Klon noch? Mein Klon ist bereit. Okay, cool. Dann. Oh nein, jetzt war schlecht getimt. Oh, ja. Klon. Er ist wirklich, wenn er auf dich zurennt. Ich sag dir dann, wann. Ja, aber er hat's angetäuscht. Was willst du da machen? Das stimmt. Finte! Der ist ein bisschen hart ausprogrammiert, der Typ. Wow! Oh ja, oh what ja. The fuck? Okay, er richtet sich aus und. Noch nicht? Jetzt! Das war zu spät gerückt. Ja. So, dann ein neues. Vielleicht habe ich auch eine kleine Sekunde zu spät jetzt. Ich dachte einfach, ich hätte aber auch nicht anders. Ja, 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 das dachte ich mir schon, dass du nicht darauf hörst, was ich sage. Wie oft. Nice! Und okay, noch jetzt zweimal. Ja. Juhu! Aua! Oh nein, jetzt fällt ja auch noch Schutt. Und der Esel, der Stier fällt direkt auf mich. Jo. Oh nein, oh nein. Na. Wir hatten's! Mein Gott, wir hatten's! Go! Ach! Mann, lass mich doch mal jetzt hier vorbei! Lass mich ich trage nicht mal rot, weißt du? Ich esse jetzt wie Waburu. Wie Waburu? Oh Gott, ich stehe. Nein. Oh Gott, ich stand mitten in. Ich stand voll in der Mitte. Der hätte mich voll weggekegelt. Ja, Doppelangriff. Da kann ich ja nichts machen. Dann sei nicht blind. So, jetzt und. Das war zu früh. Ja. Das war halt nur gemeint, dass ich jetzt endlich das Ding wieder. Ich hab sowieso nicht auf dich gehört. Ja. Über meine eigene Freiheit. Scheiße, verpiss dich! Verpiss dich! Ich ver. Ja, genau. Und. Ja. Oh, ich Debris wurde von Debris. Das gibt's doch wohl nicht. Er hatte gehört, was die Debris gesagt hat. So. Aua. Go! Ja, das war das zweite. Jetzt ist das Ding weg. Jetzt müssen wir
Jetzt muss irgendwas passieren. Ja, ich muss den Stierkopf auch mit hoch machen. Ah, ich verstehe. Und wenn er dann da unten ist, dann muss ich den Stierkopf auf ihn rauffallen lassen. Ja. Komm schon, die Split Second. Ja, war aber zu früh. Ja, ja. Offensichtlich. Doch, ja, zu spät, egal. Hey, trotzdem hat geklappt. Gut. Ich musste nur den Kopf auf ihn fallen lassen. Bin ich ja beruhigt. Kleeblätter! Ja, das sind hier diese Zusammensteckteile. Die halt so geformt sind wie die hier. Die kannst du so ineinander stecken. I'm exhausted. Yeah, but we better keep moving. Come on. Aber wohin? Na, ganz simpel. Nach oben! Sky Island! Aber ich kann doch jetzt nicht... Genau, geh du erstmal weiter. Ich lass das erstmal so, weil ich kann das doch jetzt zeitlich nicht schaffen. Nee. Vor allen Dingen, weil gerade der Timer geht. Musst du da... Müssen wir da... Ach so, ja. Und du drückst dann den Knopf, damit irgendwas passiert? Ja, keine Sorge. Ich halte. Nice. Ah, das Pendel. Boing. Jawohl. Stark. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass hier Glas ist, quasi. Du hast nicht mal gemerkt, dass es da nach unten geht. Sehr schön. Ja. Na dann, würde ich sagen, geht's da beim nächsten Mal weiter mit der ganzen Zeitgeschichte. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Ja. An der Stelle, Dankeschön fürs Zusehen. Abonnieren, kommentieren, bewerten nicht vergessen. Hilft immer sehr gut aus. Und damit würde ich sagen, tschüss, bis dann. Tschüsselchen, bye, bye, bye.